Oh shit, was? Kampf? Erik wird angegriffen! Erik! Och du scheiße Wölfe! Erik! Um Gottes Willen! Habt ihr da Bock? Wollt ihr noch rein? Runde Reise nach Nordland? Hausmann-Chat. Hausmann-Chat. Habt ihr noch Bock? Ist ja wichtig, dass alle am Start sind. Was gibt's denn hier so? Das Verwunschene Tal 2? Das einst friedliche Tal von Monster Reine? Das einst friedliche Tal von Monster Reine wird von finsteren Dämonen heimgesucht. Du bekommst den Auftrag, die entweihten Kulturstätten zu finden und die Dämonen zu vertreiben, mit Einsteigertipps. Das weiß, habe ich gespielt und geschafft. Du startest rechts, wenn du über die Brücke gehst, ist der Shit am Stisseln. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe damals eine Armee von 30 Leuten hochgezogen und habe die übelst gestompt. Also es war, die konnten gar nichts tun. Das war dann auch so 3 Stunden Vorbereitung, Prep wirklich schön gebaut und so und dann absolut heim gegangen. Leise rieselt der Schnee. Im Land der Eskimos schlagen die Wikinger erneut ihre Zelte auf, doch die Bewohner haben große Sorgen. Die verschiedenen Stämme führen gegeneinander Krieg und bedrohen und Regen bedroht ihre Existenz. Alles klar. Die große Sarazenenschlacht klingt wieder so ein bisschen eher südlich. Kalter Krieg klingt halt echt so. Die Wikinger wollen auf einem versteinerten Eiland siedeln, als sie auf die Vorposten eines kriegerischen Volkes stoßen. Diese Mission erweist sich als sehr schwer. Alter. Einer würde ich sagen. Bella schreibt, macht schon Spaß mehr zugucken. Das würde ich hören. Ich danke dir. Schön, dass auch alle wieder am Start seid. Ich hab überlegt, so Retro-Stuff und so, seid damit am Schnisseln, aber ja. Seid da und ihr habt Bock und ich feiere das. Und wenn ihr wollt, das Spiel ist auch für einen Schmalen. Das ist richtig süß. Das ist. So alte Spiele haben so Charme einfach. Wisst ihr, wie ich meine? Die haben einfach so Charme. Ja, als Pixeloptik. Ne? Der eine oder andere sagt so eine Pixelsuppe, aber das hat was. Wir machen wieder einfach, weil diesmal müssen wir wirklich bauen und so ein Dorf hochziehen. Machen wir auch erst. Ich werde jetzt nicht so viel exploren. Wir werden mal wirklich schön so ein Dorf hochziehen. Das macht Laune. Das ist. Oh, wie Anno. Ich habe Anno so viel als Kind gespielt. Ich liebe Anno. 14:03 war das. Nein, warte, 14 oder 15, stopp. 15:03, glaube ich, das, was noch davor kam. 14:03 kam später. 15:03, oh, ich habe das geliebt, Alter. So geil. So geil. Natürlich so Schlachtschiffe bauen, Armee und überhaupt, aber auch so die Stadt hochziehen. Dein Schloss bauen, Alter. Wenn du dein Schloss irgendwann hochgezogen hast, ohne irgendwie zu cheesen, ne, sondern wirklich. Ach, es ist so satisfying. Es ist so geil, Alter. Es ist einfach so geil. Ich finde so Pixelspiele schon süß. Ey, ich bin auch sowas von dabei. Wenn sie so gut gemacht sind. Und so, ne, also die neuen, die gut gemacht sind, die alten, die Charme haben, immer dafür zu haben. Bin aber auch teilweise so eine richtige Grafikhure, muss ich sagen. Also Cyberpunk 2077, Digga, das ballerst du auf Ultra, let's fucking go. So, The Duality. ich bin auch froh, dass ich das genießen kann, so. Dass ich das alles mitnehme, das ist, solange es gut aussieht. In dem Stil, den es hat, muss es gut aussehen. So. Kalter Krieg. Wir waren auf diesem nördlichen Eiland gelandet, da beinahe alle Vorräte unseres Schiffs aufgebraucht waren. Vorerst hatten wir keine Chance, von hier zu entkommen. Erst mussten wir genügend Vorräte sammeln und die Gegend erkunden. Vielleicht gab es hier Gefahren oder Menschen, denen wir nicht willkommen waren. Dabei schien der Ort durchaus geeignet zu sein, um sich ein neues Zuhause. Ist Zuhause? Ist das nicht ein Wort? Zuhause? Oder bin ich einfach Grammar so lost? Egal, um ein neues Zuhause aufzubauen, obwohl es hier sehr kalt war. Wir beschlossen vorerst zu bleiben und den Winter hier zu verbringen. Tipp, du besitzt bereits ein paar Briefe zum Setzen beliebiger Häuser. Du solltest sie jedoch vielleicht für später aufheben, wenn du sie nötig brauchen kannst. Die Pilze nahe des Goldbergs werden es dir ermöglichen, viele Tränke zu brauen. Du wirst sie später sicherlich brauchen können. Theoretisch, Collecto Mundo. Da sind Bärchen. Och, sind die süß. Müller hat nichts zu tun, Becker hat nichts zu tun. Okay, geil. Also wir starten hier schon. Die Bären sind aber nicht hostile. Ich könnte sie angreifen, aber sie tun scheinbar nichts. Wir haben einen Held. Wir haben Bjarni. Mit Ausrüstung am Schlüssel. Ehrenmann. Ragnar, Thjorborg. Ingi. Einar. Warte mal. Da fehlt ein Erik. Der Bart, die Farbe stimmt so halb. Erik, mein Junge, das bist du. Umbenennen. Warte. Achso, muss ich einfach. Ja. So, mein Junge. Ich brauche Erik hier an der Seite, du. Der muss das regeln. Warte, da ist ein Erik. Nee, warte. Ich hatte Erik ausgewählt. My bad. So. So. Und wenn ihr Bock habt, schmeißt ihr euch damit rein. Ja, wenn ihr wollt. Immer gerne, ihr Süßen. Immer gerne. Helgi Toasty ist wieder da. Alle Fiene. Toasty ist am Start. Der Tag ist gerettet.
Die Helme machen mich aber kaputt. Ja, 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 die sind nicht accurate, ne? Das haben die so nicht getragen. Ich glaub, das hast du mir schon mal erzählt. Ich glaub, wir hatten schon mal so ein Gespräch, du. Oh, Leute waren gefangen in unseren Kisten. Ja, man muss Platz sparen. Mühle darf ich setzen, Bäckerei darf ich setzen. Verdammter Richard Wagner. Ist der dran schuld? Hat der dieses Bild in unsere Köpfe gesetzt? Ist das ein Sack? So, was habe ich noch? Brunnen. Mühle, Brunnen, Bäckerei. Farm, natürlich. Ey, die Essentials, I love it. Eine Farm, wo setzen wir die hin, Guys? Schnee ist scheiße. Drei Schiffe haben wir. Wir haben die Karte ja gesehen. Das ist so ein Island mit so oben so zwei Halbinseln, die dran sind. Also werden da wahrscheinlich die Gegner sein. Wir können also so richtig außenrum mit den Schiffen. Alter, der Seeweg. Wir machen Big Brain, Five-Head-Move. Und dann gibt's auf die Fresse. So. Im Ring der Nibelungen kam sie das erste Mal vor und das hat sich so eingewandt. Ah. Und das wahrscheinlich schon die vor 30 Jahren, du. Verdammte Scheiße ist das doch. Ja, inakkurat sein ist nicht cool. So, hier ist so ein bisschen Weizen. Ich glaube, es ist nicht wichtig, dass Weizen da steht, aber wir machen das einfach mal. Und setzen die Farm frech hier hoch. Falsche Taste, my bad. Setzen die Farm ganz frech hier hoch. So. Ich brauche einen Kundschafter. A-Stein, der Bäcker, der ist es nicht. Was haben wir hier noch? Ragnar, Bäckerle, Zivilit, Dudu. Kolbein, der hat Bein im Namen, der ist jetzt Kundschafter. So, setzen Wegweiser an unsere Hütte. Erik, unser Kurzschwerträger, macht mal hier so die Defense erstmal. Dann setzen wir noch Briefe direkt hier eine Mühle daneben. Auf das Bärchen. Tut mir leid, Bärchen, du musst dich ein bisschen verpieseln. Ich hätte da nämlich gern so ein kleines Dreieck von Bäckerei, Brunnen, Mühle. Hast du nicht gesehen? Guck mal, das setzen wir so hier direkt dran, Alter. Zack. Geil. Der Müller in die Mühle. Der Bäcker in die Bäckerei. Und dann brauchen wir noch einen Palti. Oder haben wir einen, der... Wo war denn das hier? Okay. Hier. Art, Beruf. Wir haben keinen Müller. Mann. Bauern. Ich bin schon... Also, ein Bauern haben wir nicht. Sorry. So. Ein Farmer ist das hier. Entschuldigung. So, der Farmer. Farmer go. Ich würde sogar sagen, zwei Farmer am Anfang so ein bisschen reinpushen. Ansonsten gilt es Abbauer Bruchstein. Ich mache vielleicht auch mal Pause, weil ich habe so das Gefühl, könnte ganz sexy sein. So, du bist Lehmabbauer. Dein Arbeitsbereich... Achso, da muss ich kurz endpausieren. So, Arbeitsbereich ist schön im Lehm. Wo wäre es sinnvoll, Holz abzubauen für später, dass ich auch so ein bisschen Platz habe? Ich würde denken, so die... Ja, hier die Seite, zusammen mit dem Pilz. Dann setze ich da so ein Pilzhaus später hin. Machen wir halt auch so ein bisschen, das gefällt den einen oder anderen. Macht man so ein bisschen Potion mixen. Nicht ganz Hexe, aber Bella will auch mitmachen. Bella, möchtest du Pilze abbauen? Möchtest du Pilz abbauen? Ah, nee, warte. Die Frauen dürfen ja nicht arbeiten. Mann, das ist ein bisschen... Aber wahrscheinlich war das damals so, die Frauen... Naja, aber die haben doch bestimmt gebacken oder so, oder? Sonst so Näharbeiten. Die klassischen... Bella, ich benenne dich aber gerne zu einem, zu einer Dame, oder ich benenne gerne eine Dame um. Gar kein Problem. Nur ich wollte gerade sagen, dann kannst du hier Pilz abbauen, aber das ist ja gar nicht im Spiel so. Ist ein bisschen schade. Ist das vielleicht for balancing reasons? Ich würde, guck mal, vielleicht die Dame hier mit roten Haaren oder blond, gegülden? Ich benenne dich sehr gerne. Was darf es sein, meine Liebe? Oh, was haben wir eigentlich? Bruchstein, Eisen, Gold, Holz, Leder, Lehm, Mehl, Nahrung, Öl. Öl? Öl. Weizen. Was brauche ich? Öl. Lampen? Nee, Lampen, ich glaube nicht. Rote Haare passt, dann Attacke. So. Bella ist auch da. Ja, das ist ein bisschen schade, dass ich hier nicht... Dass die Dame nicht arbeiten darf. Die Damen der Schöpfung. Was ist das hier? Fahrzeug zu. Alephine liebt die auch. Ja, die haben ja von Charme. Alephine, möchtest du Ragnar sein? Soll ich Ragnar umbenennen?
Ja, auf jeden Fall mehr Aufbausimulation. Also Rollenspiel, du hast halt deine Helden so ein bisschen, aber so viel macht man da jetzt nicht. Ich mein, es gibt so ein bisschen Stats, die Leute leveln in ihren Berufen, kannst verschiedene Ausrüstungen haben, aber sehr light Rollenspiel. Und ich überlege auch noch die ganze Zeit, No Man's Land. No Man's... Sorry. Ich habe vorhin vom Spiel gesprochen, was auch so Aufbaustrategie war. No Man's Land hieß das. Du hattest so Indianer und so halt Cowboy-mäßig. No Man's Land hieß das. Ich muss gucken, ob ich das habe. Das war auch geil. Okay, dann bekommst du... Ja, ist... genau, ist halt RTS ein bisschen mehr Personality. So würde ich es auch sagen, ja. Also Bella und Alefina, ihr habt den Schnack eures Lebens. Ich hab vielleicht noch... Darf ich ein Haus setzen? Darf ich ein großes Wohnhaus setzen? Nee, ich darf ein kleines... Oh, du weißt zwar nicht. Ja, schwierig, schwierig, lustig, lustig. Runolf wird zum Bauarbeiter. Bauarbeiter. Und dann setzt Runolf... ein Wohnhaus. Ja, also, ne, das mit dem nur Kinder kriegen, naja, es ist halt, unser guter Gorgoz weiß es bestimmt, kann das wahrscheinlich lore-technisch akkurat sagen. Was haben denn die Damen damals gemacht zu dieser Zeit? Also, ich würde sagen, wahrscheinlich wirklich so, sich ums Haus kümmern natürlich, um die Kinder kümmern, Kindererziehung. Aber ich denke, so Nahrung machen, kochen, backen, nähen, eigentlich schon, oder? Also, ich finde, da hätte man noch splitten können. Die Damen der Schöpfung, ab in die Backstube. Die sind die Bäckerin. Attacke. Hätte, glaube ich, schon noch Sinn gemacht, oder? Also, sofern kann ich mir das gar nicht vorstellen. So weit ab davon. Mein Purpose, ich muss auf die Haustiere... Ja, oder so. Oder auf die Haustierchen aufpassen. Auf jeden Fall. So, wir setzen mal hier so einen Wegweiser hin. Und ich fange noch mal an, so ein bisschen Straße zu bauen. Wir wollen ja hier so ein bisschen... Aber Keule, du kannst schon mal deinen... Also, Runolf... Wenn da eine Baustelle ist, Keule, dann machst du nicht hier Freitag ab 1, macht jeder seins, du arbeitest noch. Hab ich gesehen, der stand da nur rum. Der hat nur einen Schnack gemacht, Alter. Gefällt mir nicht. Wir haben zu tun, Keule. Bauarbeiter. Oh, das wird gebaut. Achso, sind schon zu viele. Ach nee, sind schon dran. Gab solche und solche Hausarbeiten, wurden von den Frauen gemacht, vor allem wenn die Männer auf Handelsfahrt oder auf. Ja, stimmt, Raubzüge, natürlich. Raubzüge und Handelsfahrt, ja, ja. Macht schon Sinn, ja. So. Deswegen, so ein Teil hätte man mitnehmen können. Jetzt ist es aber leider so, wie es ist. Ihr kriegt ein schönes Haus, ihr beiden. Jeder kriegt sein eigenes Haus. Nun, und dann, werden Kinder bekommen. Geht es darum, noch mehr Arbeiter zu produzieren? Ist halt nicht wie in StarCraft, zack, 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 Arbeiter wird hergestellt, mystisch. Das ist ja alles noch ein bisschen authentischer. Was ja auch wieder, es hat seinen Charme, wenn dann so also die Babys, also ne, das ist ja, die spawnen nicht einfach. Die sind schon, was auch nicht gesehen haben, es gibt dann so Herzchen, ne, die beiden, die verschwinden dann und dann kommen so süße Herzchen hoch und dann kommt wenig später das Kind. War schon putzig. Gibt doch die Vermutung, dass auch, wenn nur vereinzelt auf Raubzüge mitgefahren sind, dass ihr mitgefahren sind. Die Faktenlage ist leider etwas schwammig in der Zeit. Ja, ich glaube... Also, wenn ich in der Situation wäre, würde ich sagen, ey, Süße, bleib zu Hause. You never know what happens. Ist gefährlich. Mach mal nicht. Aber ja, vielleicht haben auch manche das mitgenommen. Von Stamm zu Stamm wahrscheinlich unterschiedlich. Vielleicht war das auch so, wenn du ein kleiner Stamm bist und einfach die Manpower und die Womanpower brauchst, ne, dass du gesagt hast, ey, kommt mit. Und dann, Attacke. Und dann Attacke. So, Brot wird richtig geil schon produziert. Erik, unser Wachmann, steht hier fleißig. Tja, ich zimmer auch gleich zwei Häuser hoch, damit es hier aber auch keine Unstimmigkeiten gibt. Ja, dann setze ich das einfach hier so... Ich muss eigentlich hier so daneben setzen. Warte mal. Ich setze mal unseren Waldhomie. Ari. Mach mal hier oben. Mach mal bitte hier weg, vielleicht geht es dann hier frei. Und dann könnte er so Nachbarin sein. Das wäre auch was. So. Kundschafter Kohlbein. Setzt noch mal ein paar Wegmarken, Punkte. So. Haben wir was auf den Schiffen? Ne, haben wir nicht. Schade. Der Jäger wird später zum Bogenschützen, wenn wir irgendwann mal Waffen haben.
Gott weiß, wann das ist. Auf jeden Fall müssen wir loslegen mit Kinderkriegen. Wir können ja Bella schon mal sagen, such dir einen Mann. Kann ich nicht aussuchen, Bella? Heirate einfach. Wir gucken mal, wen Bella nimmt. So. Da sind wir jetzt aber live dran. Da sind wir live dran. Das ist wie so eine Trash-TV-Dating-Show hier. Wen wird Bella sich aussuchen? Sie läuft zielgerichtet. Nein. Sie läuft auf Rudolf zu? Nein, oder auch nicht? Nimmt sie Botolf, den zukünftigen Töpfer? Nein, sie nimmt... Sie chillt erstmal. Da bin ich gespannt. Okay, sie hat gechillt. Sie musste ihre Wahl gut überdenken. Es ist Toasty. Es ist nicht Toasty. Es ist Kari der Farmer. Kari der Farmer. Bella, wir können auch gerne umbenennen, ja? So. Ich würde sagen... Ja, Bella, du darfst auch schon einziehen. Wait. Gehört es jetzt schon jemandem? Rudolf. Ne. Warte mal, Rudolf gehört es aber nicht. Wohnhaus wegnehmen. Rudolf, sorry, bist nicht verheiratet. Geht nicht. Bella bekommt das Haus. Und Bella bekommt... ein Mädchen. Weil wir brauchen erstmal Mädchen, damit wir dann mehr Jungs... Das, ne? Das muss so. Kleine Serien zu dem Thema. Allerdings mit einem sehr großen Augenzwinkern. Norseman. Oder Norseman? Norseman. Oh shit. Was? Kampf? Erik wird angegriffen. Erik! Och du scheiße Wölfe. Erik! Um Gottes Willen. Erik, lauf! Erik! Ingi, helft ihm! Die scheiß Wölfe! Bjarni, go! Erik! Scheiße, Erik, lauf! Ich hab dich aus Versehen zum Träger gemacht, Junge. Oh Gott. Oh Gott, Alter, Erik. Oh Gott. Ey, der will dich. Geh zum Fahrzeug. Okay, hast du. Jo. Scheiße. Ich glaub, wir haben jetzt, warte mal, Werkzeug. Alter, das ist ja... Jetzt kannst du nicht mehr Soldat werden. Oder was? Oh, die Panik. Sorry. Also, Panik ist also... Wo kamen denn jetzt die 5 Wölfe her? Der Lack gesoffen? Alter Verwalter. Bjarni wurde angegriffen. Ja, natürlich. Ist das wild. Ich habe jetzt auch vor Schreck, glaube ich, echt die Waffen despawned, leider Gottes. Nö, habt ihr vorhin mitbekommen. Du wechselst die Klasse, ohne dass sie es abgelegt haben. Und plötzlich ist der Shit gone. Nee, Kurzschwert, da ist es. Alles gut. Och Gott. Art Beruf. Soldat. Ingi haben wir noch. Ingi. Scheiße, ey. Aber Erik, guter Mann. Sie haben die Bäcker nicht geholt. Weil die Bäcker, die wären instant gestorben. Das sag ich dir. So. Erik, jetzt bist du leider Träger. Hast du... Nee, doch, da ist es. Soldat. Erik ist noch Soldat. So, Kurzschwert. Das war... Alter, auf eine Pixel runter. Auf einen Pixel runter. Jesus Christ. Okay, pass auf, mein Junge. Du darfst erstmal... Ist erstmal was. Gönn dir mal eine Fleischkeule oder so, wenn die irgendwo rumliegt. Hier wird's doch schon fleißig. Ach, die Farmer snacken dir sich. Naja, gerecht ist es nicht, aber... Ne, also, fair ist es jetzt nicht. Ne? So fleißig gegen Wölfe gekämpft, Junge. Bis zum Blut. So. Mann. Wilde Geschichte. So, Snorri, Zivilist. Ist das vielleicht das eine Kind oder was? Nee, gut. Pass auf, Snorri, du wirst, Hochjäger. Oder Fischer? Fischer ist vielleicht auch geil, Alter. Ganz ehrlich? Fischer ist vielleicht auch geil. Weil ich weiß nicht, ob die irgendwann leer werden oder ob das sowas ist. Das ist unendlich. So wie, ne, also... In den neueren Annos ist es... Nee, die haben da alle eine Größe, die Ressourcen. Ich glaube... Naja. So. Haus geht hier noch nicht, wo ich es gerne hätte. Kind ist gerade gedroppt worden vom Storch, Alter. Richtiger... Und das Kind heißt... Bergthora. Achso, wenn du möchtest, Bella. Ne? Du kannst deinen Mann auch umbenennen von mir aus. Der muss nicht Kari heißen. Ach Gott. So. Tja, Pilzchen können wir auch sammeln. Erik muss erstmal chillen, er muss seine
Energie wiederkriegen. Soziale Motivation. Verbietet Soldatregeneration. Alter, das Todesurteil, ey. Was ist denn das? Kannst du. Okay, hier, stell dich mal zu Torbjörg und dann quatsch mal mit ihr. Torbjörg muss auch noch heiraten, siehst du? Alephine muss auch noch heiraten, schon mal hier. Mal gucken, wen Alephine nimmt. Mann. Ja, der muss mal ein bisschen. Der braucht soziale Interaktion, der arme Homie. Und Religion, aber beten kann der gar nicht. Vielleicht müssen die Kirche oder so bauen. Naja. So, Torbjörg nimmt den Müller, der gerade in der Mühle ist. A-Style. Alephine nimmt sich Hjalti, den Farmer. Sehr gut. So, was haben wir denn? Alter, eine Brauerei! Leute, das Bier! So, warte mal. Ja, oder gucken. So. Ein Haus ihrer Wahl. Wohnen? Kann ich so ein Wohnhaus Stufe 3 setzen? Das wäre richtig geil, Alter. Wohnhaus Stufe 3 for free! Ja, wir beiden zieht dann hier ein, ne? Ist ja klar. Warte mal, wo setzen wir das hin? Ja, schon so. Ja, hier wäre eigentlich geil, aber. Machen wir hier, komm. So. So, ihr dürft jetzt da wohnen. Warum ist beim Brunnen Ausrufe? Ah, ne, ist bei ihm. Du bist verheiratet, du darfst auch hier wohnen. Und Alephine darf auch hier wohnen. Alephine auch ein Mädchen. Torbjörg auch ein Mädchen. Björk klingt auch irgendwie komisch als Vorname, na gut. So, Attacke. Attacke. Tja, der Wolfangriff war echt scary. Erik fast voll, wir schicken dich mal wieder mit hier nach vorne, mein Junge. Zeigt aber, dass wir auf jeden Fall hoch im Norden unseres Stammes ein. Da ist eine Kiste. Einen Turm setzen müssen. Wir machen mal die Kiste auf. So, unser Kundschafter muss noch. Der muss noch so ein bisschen scouten. So, Snorri, der Fischer. Fleißig, sammelt Nahrung. Finde ich geil. Straßen bauen. Auf jeden Fall Straßen bauen. Von Haus zu Haus, von Arbeit zu Arbeit. Weil Straßen sorgen dafür, dass Leute schneller laufen können und besser arbeiten. So, Straße. Hervorragend. Ja, die anderen Gebiete werden dann noch schon noch erschlossen. Was waren jetzt eigentlich drin? Ich, Esel. Ich hab nicht hingeguckt. War da fünfmal Fleisch drin oder waren da Wölfe drin? Ah, nee. Neuer Gegenstand, Wohnhaus 5. Okay, da war einfach der Shit am Stüsseln. Ach du Scheiße. Wohnhaus 5? Oh. Excuse me? Holy shit! Das ist ja zu geil. Ja, das setzen wir dann irgendwie hier hin, wenn der Bereich frei ist. Safe, Alter. Das ist ja mega gut. So. Möglicher Beruf. Zivilist. Wer ist denn alles Zivil... Ah, nee, nicht möglich. Moment, alle? Männer. Abbauer. Okay, nee, die haben alle einen Job. Okay. Gut. Die Frauen. Alles klar. Kinder, Mädchen. Bergtora, noch ein kleines Mädchen. Kleine, du läufst da in den Wald. Ich weiß, da sind Hasen, aber... Schwierig. Suicidal Tendencies hier, meine Güte. Ist das unser? Ja, der ist blau. So, noch mehr Wegwerke. So, die dürfen jetzt erstmal bauen mit dem Bruchstein. Das ist ganz gut. Auf jeden Fall müssen wir dann anfangen, hier abzugraden. Mehr Holz, also mehr Leute, die Holz abbauen, mehr die Steine abbauen und. Das wäre schon richtig und wichtig. So, Nahrung auf jeden Fall im Stüsseln, das ist hervorragend. Die Damen der Schöpfung holen sich das auch selbst.
Der Jäger auch, okay. Ja, das passt, das ist okay. Das ist okay. Ja, die holen sich alle Nahrung, die Leute wollen was essen, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Achso, na, du wohnst da und du suchst jetzt mal. Das ist das erste Kind, was erwachsen geworden ist. Die erste Dame der Schöpfung. So, jetzt haben wir hier noch ein Baby. Du bist nicht verheiratet. Hier ist noch, okay. Ja, Attacke. Bella! Ich weiß, es ist gerade erst passiert, aber ich brauche noch mal ein Mädchen, bitte. Alephine hat noch ein Kind. Toasty. Da würde ich auswählen. Kriegst du noch schon ein Kind? Nee, ihr braucht Nahrung, deswegen, ne? Der Bäcker kommt jetzt erst rum. Ragnar. Alephine, dein Kind heißt Ragnar. 3 Jahre alt. Eine Dame, die dann auch nur fürs Kinderkriegen ist. Und Essen von A nach B schleppen, ne? Ah. Ja, ja, das... Da sind die Herzchen. It is, wie it is. Passt schon. Fleißig, ja, für den Stamm. Für den Stamm. Jetzt holen die sich da oben das Fleisch. Oh, das ist gefährlich, Mädels. Okay, euer Job ist doch etwas gefährlich, I guess. So, Bergtora bekommt ein Mädchen. Let's go. So, und dann setzen wir nämlich noch so ein Haus 5 hin. Und wenn die alle occupied sind, dann geht's ran, Männer. Ne? Einer nach dem anderen. So, Erik, mein Guter, ich weiß, du bist eigentlich Soldat. Ich würde aber wirklich mal sagen, leg deine Waffe mal weg, mein Guter. Erik, du kriegst einen Job. Ne? Du kriegst eine kleine Zwischenaufgabe, mein Guter. Worauf hättest du Bock? Weil ich brauche mehr Stein und so. Willst du Stein abbauen? Willst du Lehm abbauen? Oder bist du eher so der Holzmensch? Ich glaub Holz? Seh ich dich bei Holz? Bei Lehm sehe ich dich, glaube ich, nicht. Nee, das ist eigentlich der Mann fürs Grobe. Ich glaube eigentlich Stein. Ich glaube eigentlich Stein persönlich. Aber Holz sehe ich da auch irgendwie. Holz eigentlich auch. Wir gucken mal. Ich hab mir jetzt einfach erstmal deine Waffen ablegen lassen. So, wechselst du mal den Beruf. Oder willst du Pilze sammeln? Aber nicht naschen, mein Junge. Hm? Nur wobei, so bei Pilz, dann würde ich dich da... Ja, nee. Eigentlich schon eher eins der etablierten Dinge. Weil die erste Person, die Pilz abbaut, die wird dann auch zum Alchemisten. Oh, so wird's Alchemist sein. Kann man's auch machen, mein Guter. Aber ansonsten... Ach, komm, Bruchstein. Doch, ich seh dich, Alter. Mit der Spitzhacke in der Hand, Alter. Das machst du. So. So ein bisschen Bereich freiräumen für vielleicht noch mehr Wohnung wäre eigentlich ganz sexy. Und nach links expandieren fühle ich ein bisschen mehr. Ja, das dachte ich mir, Bella. Ich meine, wenn du möchtest, kann ich einen männlichen Charakter einen Wunschnamen geben. Also, ich kann auch Bella nennen, aber wenn du willst, kann man auch anders benennen. Ragnar ist erwachsen geworden. Sehr schön. Gleich mal heiraten und dann ein Kind bekommen. Auch noch ein paar Damen der Schöpfung. Na, wen nimmt Ragnar sich? Etwa Erik? Oh! Sexy. Alles Klärchen. Was ist hier? Das ist Stein. So, Erik, mein Junge. Musst eigentlich fleißig arbeiten, aber... So, bekommst... Ist jetzt nicht die schönste Hütte, aber ist genau neben deinem Job, ne? Kurzer Weg. Wir müssen auch mal ein Mädchen bekommen. Vielleicht bekomme ich auch ein männliches Kind. Ja, machen wir noch. Die Produktion der Männer, die läuft dann schon noch an. Die kommt noch. Keine Panik. Ist nur erstmal ein bisschen,